Im Moment wird ja ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Es gibt Kongresse, es gibt Seminare. Alles ist aber noch sehr, sehr theoretisch und gerade auch im Sport erleben wir das. Und wir als Alexander Otto Sportstiftung haben uns gesagt, wir suchen uns einen Partner als Sportverein und mit dem entwickeln wir eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie und wollen dann auch schon erste konkrete Digitalisierungsmaßnahmen umsetzen. Wir vom Futuree fanden die Fragestellung Digitalisierung des Sportvereins extrem spannend und haben hier in Deutschland verschiedene Persönlichkeiten gesucht, die zum einen sich im Bereich Technologie auskennen, aber auch im Bereich BWL und zusätzlich auch schon erste Erfahrungen im Sportverein gesammelt haben oder auch beim Olympischen Bund zum Beispiel gesammelt haben, um da eine gewisse Fachexpertise in dieses Team zusammenzubringen, und haben dann mit diesen 5 Leuten und der TSG plus natürlich der Alexander-Otto-Stiftung verschiedene Workshops durchgeführt, an der Zahl ca. 20 Stück, wo es darum ging, Konzeptionierung durchzusprechen, technologische Umsetzung durchzusprechen, aber auch strategische Herangehensweisen durchzusprechen und um so das beste Projektergebnis herauszubringen für alle Parteien. Ja, die TSG Bergedorf hat bei dem Projekt mitgemacht, weil Digitalisierung für uns ein spannendes Thema ist und einfach ein Zukunftsthema, welches wir uns annehmen wollten. Und die Ziele sind natürlich, dass wir im Bereich Digitalisierung einfach vorne mitlaufen und ganz bestimmte Prozesse im Verein auch verändern möchten. Wir werden bei den konkreten Maßnahmen, die wir jetzt ausgearbeitet haben, bei uns im Vorstand kurzfristig einen Beschluss herbeiführen, denke ich, dass wir Manpower aufstocken wollen durch Umschichtung, aber vielleicht auch durch Mittelzuwachs, um diese Maßnahmen dann auch sehr dezidiert und kontrolliert umsetzen zu können. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass das Team von Anfang an so super harmoniert hat, dass man sich wirklich sehr schonungslos auch Kritik äußern konnte. Und das, glaube ich, ist der ganz große und der maßgebliche Faktor auch für den Erfolg am Ende gewesen, dass wir in nur 3 Monaten eine Strategie entwickelt haben und 2 Maßnahmen. An der Projektarbeit hat mir besonders gut gefallen, dass wir ein bunt gemischtes Team waren, agil gearbeitet haben und das Projekt auch in eigenverantwortlicher Position umgesetzt haben. Aus Sicht von Futuree hat mir unglaublich gut gefallen, wie schnell das extra für dieses Projekt zusammengestellte Team zusammengewachsen ist und gerade auch in stressigen Phasen dann auch performt wurde am Ende. Es war einfach spannend zu sehen, wie die einzelnen Charaktere dann auch Verantwortung übernommen haben, sodass am Ende dann wirklich was Gutes auch dabei rumgekommen ist. An der Teamarbeit hat mir besonders die lockere Atmosphäre gefallen, eine sehr offene Feedback-Kultur und dass wir alle auch aus verschiedenen Bereichen gekommen sind. Das heißt, auch voneinander lernen konnten und aus dem Projekt auch wirklich was mitnehmen konnten. Andere Sportvereine werden auf jeden Fall von unserem Digitalisierungsprojekt profitieren können. Wir haben wirklich in alle Richtungen des Vereinslebens gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass manche Vereine nicht alle Maßnahmen umsetzen werden, sondern sich nur Bruchstücke draus nehmen werden. Aber das muss jeder Verein selber wissen. Und gerade im Zeitalter der Digitalisierung gehe ich ganz stark davon aus, dass wir wirklich jedem Verein damit helfen können. Ja, also ich freue mich einfach, dass 2 Themen, die mir sehr am Herzen liegen, also einmal Sport und Futuree, also innovative Projekte, dass wir die hier so gut zusammenbringen konnten. Dass natürlich das Projekt so toll verläuft, hätte ich mir vorher auch nicht erträumt. Also wirklich, dass unser Team so top zusammengearbeitet hat, die TSG voll mitgezogen hat und die Alexander-Otto-Sportstiftung auch komplett dahinter stand. Das ist eine Traumkonstellation, das habe ich bisher noch nicht so erlebt und das wird auch sicherlich eines unserer Vorzeigeprojekte bleiben.